Okay, jetzt nach der großen Verlosung da drüben starten wir jetzt unseren weiteren Nachmittagsvortragslob mit Tom Hansing von der Anstiftung. Und die Anstiftung, hallo, hört man dich? Man hört dich. Es ist eine Stiftung zur Förderung, Vernetzung der Forschung von Räumen und Netzwerk des Selbermachens. Und im Rahmen dieser Arbeit bist du Mitherausgeber eines Buches, Die Welt reparieren. Und wir freuen uns jetzt sehr auf die Vorstellung dieses Buches, das man ja auch hier erwerben kann, so richtig, genau, und online ist. Und wunderbar, also. Vielen Dank. Ja, schön, dass ich schon vorgestellt wurde, muss ich das nicht selber machen. Es geht um dieses Buch, unser neuestes Werk, Die Welt reparieren, Open Source und selber machen als postkapitalistische Praxis. Klingt erstmal sperrig, aber wer ins Buch schaut, wird sich das klären. Es ist in drei Teile aufgeteilt. Wir beginnen mit visionären Stimmen. Es ist also ein Sammelband von verschiedensten Autoren, einige Bekannte aus der Selbermacher-Szenerie, andere nicht so Bekannte. Der erste Teil widmet sich den visionären Stimmen. Ein zweiter Teil, das ist der mittlere Teil, sind Praxisbeobachtungen, 32 Projekte. Und das Ganze wird gerahmt von dem letzten Teil, wo wir wissenschaftliche Analysen und analytische Blicke auf die Welt des Selbermachens richten. Es ist natürlich schwierig, ein 300-seitiges Buch in so einem kurzen Vortrag irgendwie zu umreißen. Deswegen, ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Ich habe mich ein bisschen hier ins Papier vertieft und werde das vorlesen. Ich hoffe, es wird trotzdem nicht öde und langweilig. Wenn doch, dann schreit Buh, dann probiere ich es anders. Also, do it yourself, do it together. Die vielfältigen Kulturen des Selbermachens, basteln, tüfteln, experimentieren, tauschen, teilen, konstruieren, bauen, produzieren, gärtnern, reparieren. Die Diagnose, die am Anfang vieler Aktivitäten im eigenen Auftrag steht, heißt kaputt. Und reparieren als zeitgemäße Antwort auf das Defekte bezieht sich heute nicht mehr nur auf Dinge des eigenen Haushalts oder sonstige Besitztümer wie Stuhlbeine, iPhones oder Fahrradschläuche, sondern umfasst vermehrt auch andere Bereiche und Sachverhalte, die das eigene Leben betreffen. Kaputt, das beschreibt die Socke, die ein Loch hat, aber auch die kapitalistische Weltwirtschaft, maßlosen Konsum und die damit einhergehende strukturelle Ausbeutung des globalen Südens, den Umgang und das gesellschaftliche Verhältnis zur Natur, Ressourcenknappheit und Ressourcenverschwendung, Umweltverschmutzung, Klimawandel und viele, viele, viele andere Themen und Thematiken, die man als relevant erachtet. Und nicht mehr Kritik und eine Haltung des Dagegenseins ist der dominierende Modus der Resonanz auf das, was nicht behagt und das man sich anders wünscht, sondern Analyse bzw. Diagnose des Problems, Ideen zur Behebung und dann praktische Umsetzung, also quasi nicht Diagnose, sondern die Therapie. Und das alles nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen, mit vielen, vielen anderen und zum Wohle aller und nicht um des Profits für wenige willen. Diese konstruktive Praxis schließt das Fabrizieren und Umbauen von Dingen natürlich mit ein. Lebensweltliche Erfahrungen sind hierbei häufig der Ausgangspunkt für die eigene Produktivität. Der kaputte Traktor zum Beispiel, der zu Open Source Ecology führte. Hier am Stand 78 ist zum Beispiel die Open Source Ecology Germany Bewegung vertreten. Da könnt ihr euch informieren. Die Verschwendung von Lebensmitteln, was zur Idee und dem Netzwerk Foodsharing führte. Oder die durch Autos verstopften Innenstädte, was zum Beispiel zu Lastenradbau und anderen fossilen Mobilitätsprojekten führte. Oder immer schneller kaputtgehende Alltagsgegenstände, was zur zivilgesellschaftlichen Repair-Café-Bewegung führte. Das sind so typische Gelegenheitsstrukturen, an denen nun zunehmend das Selberdenken und Selbermachen einsetzen. Anstatt sich nur zu ärgern, fühlt man sich zuständig und übernimmt. Dieser unverblümte Zugang zu allem findet vor dem Hintergrund einer entgrenzten Wissensallmende statt, zu der alle Zugang haben und in die alle einspeisen, um Gleichgesinnte, sogenannte Peers, zu finden, die sich mit ähnlichen Problemen befassen
Lösungen entwickeln und sich die Probleme der anderen zu eigen machen. Nicht alle Do-it-yourself-Initiativen haben dabei gleichermaßen den Anspruch, die Welt als Ganzes zu reparieren. Aber viele wollen eben beitragen zu einer ökologisch sensibleren und sozial inklusiven gesellschaftlichen Entwicklung. Und sie tun es, weil sie es können, weil sie Spaß am Selbermachen haben, weil ein ungelöstes Problem ihren Ehrgeiz anstachelt, weil sie Zugang für alle schaffen wollen. Sie fühlen sich auf- und herausgefordert, die Möglichkeiten für ein autonomes und nachhaltiges Leben jenseits der Inklusionsangebote von Markt und Staat zu erweitern und setzen der wachsenden Entfremdung eigenes Handeln und aktiven Austausch entgegen. Erklärtes Ziel ist, alternative Akteursrollen zu der des Konsumenten zu entwickeln. Und zwar durch experimentelles Produzieren, Eingreifen, Umnutzen, Reparieren und Verändern. Das rechtliche Normengefüge für Entwicklungen, die hier eingestellt werden und zirkulieren, liefern zum Beispiel Creative Commons Lizenzen und andere Open Source Lizenzen. Open Source generell und Open Access sind hier Standard. Wie nicht nur die Praxisbeschreibungen in diesem Buch verdeutlichen, zeichnet sich in den Projekten, so verschieden sie ansonsten auch sein mögen, ein gemeinsamer Stil, eine neue Kultur, vielleicht sogar eine ganz neue Zivilisation ab. Eine, die das Potenzial hat, den Kapitalismus aufzuheben, weil sie hochmodern ist, rational, effizient, eine entgrenzte Kultur, ein entgrenzter Stil, inklusiv, ethisch durchdrungen und auf eine Weise weltbezogen, die den entscheidenden Unterschied zur jetzigen Produktionsweise markiert. Da dieser Stil in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen auftaucht, von der Architektur über die Stadtplanung, die Fabrikation von kleineren und größeren Dingen, im Reparieren, in Logistik und Mobilität bis hin zur Ernährung, widmen wir uns ihm in all seiner Fülle in diesem Buch. Wir versuchen ihn zu verstehen, Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen praktischen Angängen aufzuzeigen, zu verallgemeinern und kurz, wir versuchen, diesen Stil zu lesen. Ich werde jetzt zwei der insgesamt 32 Beispiele aus 9 alltagsrelevanten Bereichen, die unser neues Buch behandelt, vorstellen. Das Spektrum dieser 32 Beispiele reicht von Essen retten über Dinge umnutzen beziehungsweise in Kreislaufökonomie überführen, quelloffene Anwendungen und Werkzeuge entwickeln, Geflüchteten schnell und umfassend helfen, Müll als Plattform für Neues umkodieren, Behausungen und Dinge für Mittellose schaffen, Wissen, Produkte und Orte hacken und sich zu eigen machen und an eigene Bedürfnisse anpassen. Zugang zu Wissen eröffnen, eigene Ideen umsetzen und Eigenmacht erlangen. Sich selbst bilden und das alles eben gemeinsam mit anderen und auch zugänglich für andere. Das erste Beispiel ist der Minischredder. Marek Senitsky hatte dieses Device, dieses Objekt, diese kleine Vorrichtung auf der allerersten Make Munich hier vorgestellt. Da war die Idee gerade mal 2 Tage alt, aber schon fertig. Der Minischredder. Die gegenläufig rotierenden Zähne zerreißen nahezu jedes Material in kleine Stückchen, mit dem man Marek Senitskys Open Source Minischredder füttert. Von Plastikmüll über Holz bis zu Metallspänen. Angetrieben wird das klotzig schwere DIN A5 große Mahlwerk vor einer einfachen Handkurbel und Muskelkraft. Das unkaputtbare mechanische Gerät aus massiven 5 bis 8 mm starken Stahl dient einem immer wichtiger werdenden Prinzip, nämlich dem der Wiederverwertung. Insbesondere geht es um die Zerkleinerung von Plastikmüll zur Herstellung von Granulat. Kunststoffgranulat ist die Grundlage für Filament. Filament ist das Rohmaterial für die meisten 3D-Druckverfahren. Ihr habt sehr viele Beispiele auf dieser Messe. Ein schmelzfähiger Kunststoff oder Kunstharzdraht ist gemeint. Verkauft wird es kiloweise, aufgewickelt auf Rollen. Und bis aus einer digitalen Vorlage ein wirklich brauchbares 3D-Objekt wird, sind sehr viele Versuche nötig. Das heißt, beim Experimentieren entsteht jede Menge Plastikmüll. Und statt diesen Ausschuss wegzuwerfen, kann man ihn mit Marek Senitskys Schredder granulieren. Genauso auch andere Plastikabfälle.
Sogenannte Filamentextruder schmelzen solche Kunststoffpellets ein und spucken schließlich einen druckfähigen Polymerfaden aus. Weil bis dato verfügbare Modelle und Baupläne irgendwie nach Bastelbude und nicht nach funktionstüchtigen Geräten aussahen, entwickelte der passionierte Maschinenbauer und CAD-Zeichner Marek auch eine Kombination aus beidem. Durch einen eingebauten Schredder kann der Filamaker Plastikmüll sowohl in extrudertaugliche Teile zerkleinern, als auch aus dem Granulatfilament herstellen. Ein Two-in-One-Recycler sozusagen. Für ressourcensparenden, ökoverträglichen 3D-Druck. Direkte Wiederverwertung ist effizienter als Recycling über zentrale Sammlung. Und ein Kilo des handelsüblichen Filaments kostet je nach Material zwischen 20 und 50 Euro bei einem geschätzten reinen Materialwert von einem Euro. Also günstig wird 3D-Druck auch noch mit diesem Wiederverwertungsapparat. Dass diese Erfindung Open Source Hardware, das heißt weder patentiert noch mit Gebrauchsmusterschutz belegt ist, ist für Marek Zenicki nur logisch. Ich lerne gern und das kann ich nur, wenn Wissen zugänglich ist. So halte ich es mit meinen Entwicklungen auch. Open Source schützt außerdem besser als jedes Patent. Mit teuren Patenten sichert man vielleicht ab, der einzige Hersteller eines Produkts zu sein und schafft Konkurrenz in Europa und den USA ab, nicht aber in China. Außerdem nutzt kaum ein großes Unternehmen Open Source Innovationen, da ja ein Konkurrent genau das gleiche Produkt gerade produzieren könnte. Und dann gibt es die Sicherheit nicht, die großen Mengen, in denen meist produziert wird, auch wirklich abzusetzen. Dieses Statement finde ich überaus instruktiv. Da steckt eine Menge kluger Hirnschmalz drin. Eine kostenlose Bauanleitung mit CAD-Zeichnungen hat der Erfinder ins Internet gestellt und ausführliche Manuals angefertigt. Aus aller Welt kommen Nachrichten und Bilder vom Einsatz des Filamakers. Ein Team aus Brasilien hat mit dem Nachbau seines Schredders einen Umweltpreis gewonnen. Ein Projekt aus England den Antrieb über ein Fahrrad realisiert. Beim Projekt Seafood sammeln Studenten Plastikmüll an Stränden auf, schreddern ihn und erzeugen Filament und drucken daraus Kunstwerke, um auf die Vermüllung der Ozeane aufmerksam zu machen. Mit einem holländischen Start-up, das die Herstellung von recycelten Filament professionalisieren möchte, baute Marek Zenicki seinen bisher größten Schredder. Für die praktische Forschung von Recyclingprozessen für 3D-Druck auf der internationalen Raumstation ISS verkaufte Marek Zenicki zwei Geräte an das Projekt Made in Space. Projekten, die auf Umweltverschmutzung hinweisen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen verwirklichen und Bewusstsein schaffen, hilft Marek Zenicki sehr gerne. Und mit seinem Know-how, mit dem Anspruch, angepasste Technik grenzüberschreitend auch weiterzuentwickeln. Über seine Website verkauft der CAD-Zeichner die Geräte in alle Welt. Eigentlich hatte ich die Maschine für Maker entwickelt, aber es sind in erster Linie Universitäten und andere wissenschaftliche Einrichtungen, die nachhaltige Projekte verwirklichen wollen oder an umweltverträglicher 3D-Drucktechnik forschen. Für alle möglichen Materialien wird das genutzt. Fürs Zerkleinern von industriellen Abfällen, von Muscheln zur Kalkgewinnung oder von Krankenhausabfall. Glas- oder Metallspänen. Vor kurzem habe ich ein Gerät zum Zerkleinern von Essensresten für eine Mini-Biogasanlage gebaut, sagt er. Jeden Monat bestellen mindestens 3 Universitäten aus den USA eines seiner Geräte. In England hat schon so gut wie jede technische Universität einen Filamaker oder Schredder gekauft. Nur in Deutschland sei die Resonanz gering. Marek Zenicki lebt in der Kommune Niederkaufungen in der Nähe von Kassel, in der seit fast 30 Jahren auf vielfältige Weise alternative Lebens-, Arbeits- und Konsummodelle erprobt werden. Gewinne aus seiner Firma wandern dort in die Gemeinschaftskasse. Mir geht es gut. Geldsorgen habe ich keine. Ich freue mich, wenn andere sich freuen. Den Minischredder gibt es übrigens auch als 3D-druckfähiges Modell für die heimische Küche, um damit organischen Hausmüll zu zerkleinern für schnelleres Kompostieren oder um Futter für die Wurmfarm herzustellen. Szenenwechsel hat aber direkt damit zu tun, Kompostieren. Der im Bremer Gemeinschaftsgarten abgeht die Luzi installierte Biomeiler, genannt heißer Haufen, besteht im Wesentlichen aus Holzgeschreddertem.
Circa 5 Meter Durchmesser hat der und 2 Meter hoch, ist durchzogen von Wasserrohren bzw. Wasserschläuchen und wird begrenzt durch ein Gerüst aus alten Fahrradfelgen. Zum Zubehör gehören außerdem eine selbstgezeichnete Schautafel, ein Temperaturmessgerät sowie ein Solardach für die Energie, die notwendig ist, um die Pumpe anzutreiben. Es ist das Werk von Percy und Komplizen, einem Kollektiv für Ideenentfaltung. Die Aktivitäten dieser Gruppe sind nicht ganz dingfest zu machen. Sie kreieren Freizeitvergnügen, die kein Geld kosten, persiflieren Kaufgewohnheiten, aber experimentieren eben auch mit regenerierbaren Energiequellen. Der Meiler ist ein massiv bzw. kompakt wirkendes Artefakt, eher funktional als hübsch, der am Rande des Gartens Platz fand. Die untergelegte Folie verhindert eine Grundwasserverunreinigung durch die ausgespülten Gerbsäuren. Als Komposthaufen bedarf dieser Biomeiler keinerlei Baugenehmigung. Die Stadt verfügte allerdings die Auflage, dass er auf Paletten stehen müsse, um die Pflastersteine zu schützen. Insofern ist der Biomeiler jetzt auch noch mobil. Und Zweck des Ganzen? Energie- und Kompostproduktion. Nach 12 bis 18 Monaten ist der Meiler ausgebrannt und als Gartenerde zu nutzen. Mit der entstehenden Verrottungswärme wird die Fußbodenheizung in einem Container in der Gartenbibliothek betrieben. Die auf dem Boden in Sand verlegten Heizungsrohre können durch einen Glaseinsatz betrachtet werden. Im kleinen Wandkasten hängt eine selbstgebastelte Zeitschaltuhr, die sicherstellt, dass sich die Pumpe zwischendurch abschaltet, damit dem Meiler nicht zu viel Wärme entzogen wird. Sonst würden sie den Verrottungsprozess in Gang haltenden, miteinander interagierenden Bakterien in Stress geraten. Neben den Leitungen in den Container verläuft ein weiterer, noch nicht so richtig in Nutzung genommener Anschluss ins Treibhaus, mit dem sich die Wachstumsperiode im Garten verlängern lässt. Die Wartung gestaltet sich relativ unaufwendig. Ist der Meiler erst einmal fertiggestellt und angeschlossen, muss er weder nachgewässert, noch muss Material zugeführt werden. Wenn er läuft, dann läuft er und pendelt sich bei ca. 50 Grad Celsius Arbeitstemperatur ein. Lediglich die Wärmeentnahme muss so geregelt werden, dass der Meiler nicht unter die kritischen 38 Grad Celsius sinkt. Das heißt, man muss die Temperaturanzeige im Blick behalten, wenn es zu Wetterumschwüngen kommt. Bei einer Routinerecherche stößt einer der Percys zufällig im Internet auf YouTube-Videos über Energiegewinnung mittels Biomeiler. Das sind Geschichten, wie viele Maker-Stories beginnen. Er ist fasziniert, animiert sofort seine Komplizen, die ihrerseits unverzüglich ein paar Helfer zusammentrommeln. Nach den Anleitungen im Netz bauen sie den ersten heißen Haufen in einem kleinen Gartengelände nach. Das Ergebnis finden sie noch nicht zufriedenstellend. Nicht in der erforderlichen Größe angelegt, erreicht der erste Meiler nicht die angestrebte Laufzeit. Mittlerweile zusammengefallen ist er immerhin als Blumenerde nutzbar. Nach dieser Erfahrung war ihr Ehrgeiz endgültig geweckt. Der nächste Versuch wird eine Nummer größer geplant. Sie suchen nach einem geeigneten Standort und finden eben den Gemeinschaftsgarten. Ab geht die Luzi. Die Luzi ist ein seit 2013 auf dem Luzi-Flechtmann-Platz ansässiger Gemeinschaftsgarten unweit der Innenstadt in Bremen. Die Gartengruppe plant gerade den Umbau eines geschenkten Containers zur Bibliothek und ist begeistert von der Aussicht, sie im Winter beheizen zu können. Die Komplizen kontaktieren für das Projekt einen kompetenten Verbündeten, Heiner Kuhls von Native Power, einem gemeinnützigen Verein, der Interessierten in Sachen Low-Tech-Beratungen und Weiterbildung anbietet. Mit ihm zusammen planen sie einen Workshop für die ad hoc gebildete Arbeitsgruppe. Parallel organisieren sie die Anlieferung des Verrottungsguts, besorgen Schläuche und Verbindungsstücke und beantragen die nötigen Gelder bei der Umweltlotterie der Stadt Bremen. In 5 Tagen bauen sie schließlich in konzertierter Aktion mit diversen Freundinnen diesen Meiler. Auch die Gärtnerinnen von der Luzi sind mit von der Partie. Einige Tage später wird er in Betrieb genommen und heizt dann über den Winter die Bibliothek. Später wird die Blumenerde in die Beete verbracht. Dann muss ein neuer Meiler her. Nach dem Biomeiler auf dem Gelände der Luzi entsteht ein dritter dieser Art auf einem Grundstück, wieder in einem Kleingartengelände. Langsam entwickeln sie eine gewisse Routine. Die Verwirklichung eines großen Traums allerdings lässt noch auf sich warten. Mit einem mobilen Biomeiler auf einem Laster über die Dörfer zu fahren, mit Happenings,
heißen Duschen, kalten Getränken und gutem Punk für diese Art Energiegewinnung zu werben und in konzertierten Aktionen Biomeiler zu bauen. Das Argument: Schließlich hätten die Leute auf dem Land sowohl das Material wie den Platz, um so ihre Energie teilweise selbst zu erzeugen. Vorerst wird an einem Minimeiler gewerkelt, der mit seiner Größe von gerade mal ein Kubikmeter für die Pflanzenanzucht oder eben die Gartendusche verwendet werden kann. Die Technologie ist relativ einfach anzuwenden. Sie ist erschwinglich und sie ist unschlagbar umweltfreundlich. Weil nichts verbrannt wird, ist die CO2-Bilanz besonders gut, noch besser als bei anderen Verfahren, die regenerative Energiequellen nutzen. Holzverbrennung zum Beispiel gilt als klimaneutral. Es wird nicht mehr CO2 wieder frei, als vorher schon gespeichert wurde. Und beim Biomeiler bleibt eben ein Teil dieses CO2 gebunden. Und ganz am Ende macht dieses Verfahren auch noch unabhängig von Versorgungsnetzen. Handwerks- und basale Kulturtechniken wie Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, künstlerisch expressive Techniken wie Siebdrucken, kann man hier auch da oben auf der Maker Area des Verbunds offener Werkstätten, oder Nähen, wie aber auch die Thematisierung der Individualisierungsprozesse, der Privatisierung des öffentlichen Raums und nicht zuletzt der Wegwerfgesellschaft haben Konjunktur. Und Reparieren, um mal wieder den Bogen zum Titel des Buches zu spannen, zeigt sich als ein Zugang, der durch seinen Eigensinn eine Form der Wiederinbesitznahme von bereits abhanden gekommenen Dingen erlaubt. Kylie Weens, der Gründer von iFixit ist ebenfalls hier vor Ort, schreibt in einem Beitrag für unser Buch über Do-it-yourself-Reparaturen Folgendes. Reparieren spart nicht nur Geld. Es rettet nicht nur ein Ding davor, auf dem Schrott zu landen. Es spart nicht nur Ressourcen ein, indem ein Gerät so lange wie möglich genutzt wird. Das Besondere am Reparieren ist, dass es ermächtigt. Es verbindet uns mit einem Gegenstand in einer Weise, die über den Konsum weit hinausgeht. Wenn man etwas repariert, macht man es wieder lebendig und eignet sich diesen Gegenstand richtiggehend an. Nicht nur, weil man ihn gerettet hat, sondern weil man auch versteht, wie er funktioniert. Und was Kylie Weens da beschreibt, ist das, was der Soziologe Hartmut Rosa als eine wiedergewonnene Resonanzbeziehung bezeichnen würde, deren Fehlen nicht nur ökologische, sondern auch soziale und psychische Schäden verursacht. Rosa spricht von fehlender Resonanz, denn dann kommen Welt und Subjekt nicht mehr in Kontakt. Sie erreichen sich gegenseitig nicht mehr. Und die Beschleunigung unseres Lebens führe zu Entfremdung und nur noch zu instrumentellen Formen der Interaktion und damit letztendlich zu einem Verstummen der Welt. Und Rosas Buch Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung, legt nicht nur einen Blick nahe auf die Resonanz, die Menschen bei Menschen erzeugen, sondern auch auf Selbstwirksamkeitserfahrungen in Mensch-Ding-Interaktionen, wie sie zum Beispiel beim Reparieren entstehen. Damit diese wohl essentielle Bedeutung von Menschsein wieder stärker in den Vordergrund treten kann, braucht es undefinierte Räume. Selbstbestimmte Räume des Selbermachens. Freiräume zum Selbermachen, wie hier zum Beispiel im Shack Space, einem Stuttgarter Hackerspace, oder hier auf dem Gelände des Gemeinschaftsgartens Allmende-Kontor in Berlin-Neukölln. Und genauso sind vielleicht auch andere Geschichten und Erzählungen als diese von besonders erfolgreichen Tüftlern, die ein Unternehmen aus der Garage heraus gründen, steinreich werden und letztlich den ganzen Planeten mit ihren Produkten und Warenwelten überziehen. Vielleicht sind es andere Geschichten, die uns da weiterhelfen. Weltreparieren oder DIY steht für eine neue politische Kultur, die mit dem Demokratieverständnis des 19. und 20. Jahrhunderts bricht und als ein Umschalten hin zu noch unfertigen und neuen Formen der direkten Demokratie interpretiert werden kann. Man nimmt die Dinge selbst in die Hand und überantwortet sie neuen Dilettantenkollektiven. Selbstversorgung im 21. Jahrhundert wird nicht mehr mit Rückständigkeit und Armut verbunden, sondern mit Lebensqualität, mit Stadtökologie
mit Selbstermächtigung, gegenseitiger Bildung und einem postmateriellen Begriff von Wohlstand. Postmateriell. Auch wenn viele nach den gängigen Wirtschaftsbegriffen, also viele dieser Projekte, vielleicht unwirtschaftlich arbeiten, unternehmerisches Tun in diesem Kontext wird nicht als profitorientiert, sondern als ein durch und durch gemeinwohlorientierter und gemeinschaftlicher Angang von Gleichberechtigten auf Augenhöhe betrieben. Und der Begriff Subsistenz, der in der Anstiftungsarbeit eine zentrale Größe darstellt, kommt aus dem lateinischen subsistere, aus sich selbst heraus bestehen. Subsistenz ist die Grundlage jedweder gesellschaftlichen Formation und erfasst in der Hochmoderne die Bereiche, die nicht der wahren Logik unterliegen, in denen es zum Beispiel darum geht, Kinder großzuziehen, den Haushalt zu schmeißen, Dinge zu reparieren, sich gesellschaftlich zu engagieren oder eben auch und aktuell an Bedeutung gewinnend, sich mit Kunst, Plastikgranulat, Energie, Lebensmitteln und Produktionsmitteln selber zu versorgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer das Buch nicht kaufen möchte, was ich natürlich anrate, auf der Webseite www.die-welt-reparieren ist selbstverständlich auch eine Open-Access-Version zu finden. Das heißt, ihr könnt das Buch als kostenloses PDF runterladen und da durchschmökern. Viel Spaß dabei, um einen anderen Blick auf DIY-Kulturen zu bekommen. Vielen Dank, Tom, für diesen sehr umfassenden Einblick in deinem, zeig doch nochmal dein Buch, dass man weiß, es ist wirklich da, das ist das Buch. Du hast ja uns zwei ganz, es hat Blätter, es hat ganz zwei tolle Beispiele gezeigt. Ja, 2 von 32 ist natürlich jetzt nicht so die Wahnsinnsausbeute. Es ist auch nicht möglich, in einem Vortrag ein solches Kompendium wirklich kompakt darzustellen. Ihr könnt es euch hier an verschiedenen Ständen anschauen. Etliche verkaufen dieses Buch auch, unter anderem am Infostand ganz vorne am Eingang. Oder guckt eben, wie gesagt, auf diese Website, dieweltreparieren.de. Ja. Okay. Wir sind ein bisschen im Verzug, aber ich denke mir mal, das waren jetzt so viele interessante Inputs. Vielleicht gibt es irgendwie 1 oder 2 Fragen aus dem Publikum. Das machen wir. Okay, also inhaltlich war der Vortrag richtig großartig. Ich bin jetzt mal ein bisschen Advocatus Diaboli hier. Also ja, bitte. Erste Frage, wie schafft man eine postkapitalistische Gesellschaft, in der eine Lesung aus der Heiligen Schrift wie in der Kirche so mitreißend ist wie ein Elevator-Pitch für Investoren mit zu viel Geld? Und zweite Frage, wie baut man einen billigen Do-it-yourself-Teleprompter? Wie baut man einen billigen, was war das, die zweite? Do-it-yourself-Teleprompter, wo man gleichzeitig lesen kann und die Leute angucken. Ja, du äußerst also deine Kritik an meiner Vortragsweise. Das ist berechtigt, tut mir auch leid. Ich bin nicht so der ultimative Freisprech-Performer. Und bei diesem Buch habe ich mich tatsächlich ans Papier gekrallt. Es ist nicht die Heilige Schrift, ganz im Gegenteil. Das ist ein Buch, das man von vorne bis hinten lesen kann, aber nicht muss. Du kannst auch irgendwo reinpieken. Genau das ist gerade der Punkt. Es geht eben nicht mehr um das kanonisierte Wort, die große Theorie, die alles fasst. Wie schafft man es, ein Stück weit in diese postkapitalistische Gesellschaft hineinzukommen, indem die soziale Wirklichkeit die politischen Entscheider dazu, sagen wir, ermutigt? Durch eine gelebte soziale Praxis. Wie man das mitreißend rüberbringt, indem die Menschen zum Beispiel wie hier auf solche Messen gehen, den ersten Vorgeschmack von Selbermachen bekommen und zum Beispiel offene Werkstätten aufsuchen, um dort in community-basierten Projekten, die jenseits von Profit funktionieren, aktiv zu werden oder im Gemeinschaftsgarten zusammen mit anderen lokale Sorten anzubauen und sich ein Stück weit mit ökologischem Essen selber zu versorgen, anstatt bei McDonald's Junkfood in sich reinzustopfen. Das sind alles so kleine Bausteine. Nicht jeder muss alles machen. Wenn jeder bei dem anfängt, was lebensweltlich nahe liegt, dann ist schon viel gewonnen. Okay. Da sind wir ja, danke Tom. Wir sind hier, die Make Munich ist inzwischen sehr erfolgreich und groß geworden und ich glaube. Es ist eines dieser Beispiele dafür, dass es notwendig ist, sichtbar zu werden. Denn es gibt ganz viele Projekte, zum Beispiel auf der Plattform offene-werkstätten.org, sind fast 300 offene Werkstätten verzeichnet, die führen noch so ein bisschen Nischendasein.
In München gibt es nicht nur den Makerspace an der TU Garching, sondern ganz viele kleine, mittlere Projekte, die unterschiedlich strukturiert sind, sich eher handwerklichen Dingen widmen, wie Metall- und Holzbearbeitung, wie in der Werkbox, oder künstlerischem Angehen, wie im Machwerk. Es gibt einfach unglaublich vieles und man muss in diese Nischen nicht nur gucken, sondern hineingehen. Und das ist das, was ich vorschlagen möchte, also mehr Erfahrung sammeln, anstatt sich nur mit der Theorie befassen. Und in diesem Buch gibt es halt Beispiele für so eine praktische Erfahrung. Super, Dankeschön, Tom.